Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute aus dem Geschichtsmuseum zwischen Fenn und Schneifel in St. Witt. In Zukunft werden wir Sie über unsere Aktivitäten des Vereins informieren. Und heute sehen Sie einen Ausschnitt aus unserem ersten Film, Der Zug kommt, noch im Format 3-4. Angefangen hat alles im Jahre 1814 mit der Erfindung der Dampflokomotive durch George Stephenson. Sie sollte zum Keim der technischen Entwicklung im 19. Jahrhundert werden. Seit 1815 fand seine neue Zugmaschine Verwendung im Kohledistrikt von Newcastle. Bereits 1825 verkehrten die ersten Züge zwischen Stockton und Darlington. Am 5. Mai 1835 fuhr der erste Zug auf dem europäischen Kontinent, und zwar auf der 23 Kilometer langen Strecke zwischen Mecheln und Brüssel. Von 1840 bis 1880, also in einem Zeitraum von nur 40 Jahren, verändert die Eisenbahn die Landkarte Europas. Wie ein Spinnennetz überziehen die Schienenstränge den Kontinent. Nur die Eifel wurde von der Erschließung durch Eisenbahnlinien noch einige Jahrzehnte ausgeschlossen. Die Kreise Eupen und Malmedy, immer noch preußisch, hatten im wahrsten Sinne des Wortes den Zug verpasst. Doch erst durch die Gesetze vom 15. Mai 1882 und vom 4. April 1884 machte der preußische Kaiser Wilhelm I. den Weg für die Eisenbahn in unserer Region frei. Er ermächtigte seine Regierung zum Bau der Linie von Prüm über St. Vith und von Monschau nach Aachen Route Erde. Außerdem wurden Abzweigungen von geeigneten Punkten der Linie nach Malmedy, Eupen und Stolberg sowie von St. Vith zur luxemburgischen Grenze in Richtung Ulflingen vorgesehen. Mit großer Freude wurde der Beschluss innerhalb der Bevölkerung begrüßt. In Zukunft werden Sie an dieser Stelle weitere Informationen zu unserer Vereinsarbeit sehen, kleine Filme und wir informieren Sie über unsere Aktivitäten.